So, da, wir schreiben den 16. Juni 2023. Wir befinden uns hier gerade in der Haltestelle Erdberg der Linie U3. Ja, und was soll man sagen? Ein Meilenstein in der U-Bahn-Geschichte im öffentlichen Verkehrsnetz der Wiener Linien. Die dritte U-Bahn-Generation geht endlich auf Schiene für die Öffentlichkeit. Ist ja schon seit Herbst 2022 in Wien, hat bis dato aber noch keine Fahrbewilligung für die Öffentlichkeit bekommen. Heute, am Freitag, ist es endlich soweit, soll jetzt auf den Linien U3 und U2 einmal fahren. Heute werden wir den Prototyp Felix, der einzige, der einen Namen hat, Nummer 3701, sehen und auch ein wenig mit ihm fahren. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Bis 2030 soll ja der X-Wagen, sollen 34 Stück angeliefert werden. Bis jetzt sind 9 Stück in Wien. Hat nur einer die Fahrbewilligung eben für die Öffentlichkeit und später dann 2026 soll diese auch auf der voll modernen U5 eingesetzt werden. So, ich würde sagen, jetzt haben wir mal genug geredet. Ah ja, genau, die Vollauslastung beträgt 928 Fahrgäste, das heißt wieder um ein paar mehr als im V-Wagen. So, aber jetzt. So, hier nochmal der Vergleich, der V-Wagen, ab letztens der Silberpfeil, halt das, und der X-Wagen, die sind eigentlich ganz gut zu erkennen an den blauen Lichtern da oben, die jetzt ausgeschaltet sind, und an den grünen und roten Streifen, je nachdem, ob man einsteigen kann oder nicht. So, und noch einen kurzen Blick noch hinein und dann würde ich natürlich wieder sagen Servus und bis zum nächsten Mal.